Hallo und willkommen zu einer neuen Episode Clash of Clans mit mir, dem Fred. Und heute ist es der Start eines neuen Projektes, Vollidioten in Clash of Clans. Ich wollte jetzt gerade schon Vollidioten in GTA sagen, denn einige haben schon ganz richtig erkannt. Ich habe zuletzt ein paar Folgen geguckt von German Thunderlord, einem deutschen GTA-Let's Player. Guckt euch die Folgen mal an. Ich verlinke euch den Channel mal hier drunter. Es ist einfach mal so genial. Diese Folgen sind richtig genial. Guckt euch einfach mal an. Aber wir gehen jetzt mal rein. Am Anfang sei dazu gesagt, es ist natürlich alles nur Spaß. Ich kenne die Personen, die ich jetzt ja hier erwähne, nicht im richtigen Leben. Es sind einfach nur Spieler in Clash of Clans. Von daher nehmt es mal ein bisschen mit Humor. Und ja, nun viel Spaß und wir gucken mal auf Angriff Nummer 1. So, ich habe, glaube ich, oben den Namen sogar schwarz gemacht. Also sogar unkenntlich gemacht. Und jetzt, wir gucken einfach mal drauf. Das ist ja meine Base, meine ganz normale Legend Base. Die habe ich ja mittlerweile umgestellt. Das ist noch meine alte Legend Base. Und was macht unser Vollidiot Nummer 1? Oder ich glaube, es ist in diesem Fall sogar eine Vollidiotin. Wir wollen ja geschlechterspezifisch bleiben hierbei. Also, was natürlich hierbei bei dieser Base ganz der springende Punkt ist, ist eine Anti-3-Star-Base. Bedeutet, das Rathaus ist sehr, sehr weit draußen. Du willst natürlich hier am Rathaus möglichst viel haben, was es dem Gegner schwer macht. Die Base wurde in meinem letzten Clankrieg übrigens gedreiert. Also es ist eine schlechte Base. Es ist wirklich eine schlechte Base. Aber was macht unser Freund hier? Okay, klar, er hat keine Gladi. Er hat keine Gladi, aber... oder sie, Entschuldigung. Sie hat keine Gladi. Trotzdem... was macht sie hier? Wir gucken einfach mal drauf. Klar, wir wissen natürlich ungefähr, worauf es hinauslaufen wird. Wir wissen, glaube ich, ungefähr, worauf es hinauslaufen wird. Wenn ich ja schon diese Ecke hier reinzoome. Wartet. Die Wiederholung ist auch nur 53 Sekunden lang. Also von daher ist da gar nicht so viel. Ah, jetzt, okay. Der Feger wird geblitzt. Jetzt kommt da der Mauervernichter. Und da ist natürlich jetzt relativ viel Zeug bei mir. Kann man sich ja vorstellen, dass da beim Rathaus vielleicht die ein oder andere Falle wartet auf ihn. Das Rathaus ist jetzt auch schon an. So, jetzt kommen die ganzen Ballons, jetzt kommen die ganzen E-Drags. Noch eine Luftfalle. Luftfalle geht noch. Ja, die ist sogar, die eine suchende Luftmine ist sogar ins Leere gegangen. So, jetzt freest er das Rathaus. Der Inferno, vor allem Eilzauber auf die E-Drags, das ist so unsinnig eigentlich. Vor allem, wenn du vorher den Feger noch blitzt. Ja, jetzt hat er noch den Warden gezündet. Er hat noch König und Königin. Er hat noch König und Königin. Jetzt kommen allerdings meine Clan-Truppen raus. Das ist natürlich auch nicht so gut, war der Warden. War der Warden auf Boden oder was hat da gerade diese Eskalation sondergleichen ausgelöst? Ich glaube nicht. Aber er hat jetzt ja zumindest noch... hat er jetzt überhaupt noch irgendwas? Ja, der hat doch die Königin. Er hatte doch die Königin, das hat ihm aber allerdings gar nichts genutzt. Und deswegen hat er insgesamt mit seinen 8 E-Drags und mit seinen 8 Ballons und mit seinen 2 Blitzzaubern, 3 Freeze, 2 Eil, 1 Wutzauber und noch der Wutzauber in der Clanburg... hat er ganze 31% geholt. Da muss ich sagen, Respekt auf jeden Fall. Das war schon mal ganz gut. Aber wir haben jetzt auf jeden Fall noch einen Vollidioten, den ich euch auch nicht vorenthalten will. Bis gleich. So, hier haben wir doch noch einen Vollidioten sondergleichens, nämlich mich selber. Das ist nämlich auch ein ganz entscheidendes Prinzip. Wenn man sich ja über andere Leute lustig macht, dann muss man natürlich auch über sich selber lachen können. Das ist natürlich ganz entscheidend. Und das, muss ich sagen, war wirklich einer meiner absoluten Highlight-Angriffe, die ich gemacht habe. Das trägt den Status Vollidiot in Clash of Clans zu 1000%. Ich hab irgendwie gar keine Ahnung, was ich hier überhaupt wollte. Das ist so, du greifst irgendwie an und dann weißt du irgendwie gar nicht so recht, was willst du eigentlich machen? Willst du jetzt hier auf den Loot gehen? Willst du hier auf die... Pokale gehen, was hast du eigentlich vor, wer bin ich, was mache ich eigentlich hier, so nach dem Motto. Ich habe da sogar schon einiges weggemacht, nur dann sind die alle in diesen Feger reingeflogen, meine E-Drags, und ich war zu blöd, einfach den Feger zu freezen. Oder so wie der Typ eben den Eil zu blitzen, aber das zu blitzen ist eigentlich auch nur total bescheuert. Ja, und dann kam es, wie es kommen musste, die Königin zusammen mit dem Katapult hat sich noch um meine E-Drags gekümmert. Ja, und dann waren es ganze 39%. Super, ne? Das war wirklich ein Highlight-Angriff. Das war wirklich einer meiner Highlight-Angriffe. Jetzt würde ich aber mal sagen, zwischendurch, bevor wir noch einen Angriff machen, beziehungsweise uns einen Angriff angucken, werden wir noch einen kleinen Angriff selber mal eben vollführen. Jetzt muss ich mal eben gucken, Belagerungsmaschine werde ich aber alle reinpacken. Das ist nämlich immer wichtig. Mal abhängig, mal unabhängig von den Vollidioten in Clash of Clans, musst du zumindest immer die Belagerungsmaschinen alle ready haben. Ich habe den Zeppelin jetzt zwar nicht, aber ansonsten habe ich die alle. Mal gucken. So. Zeppelino ist jetzt auch noch im Auftrag, also haben wir jetzt alle ready und sind ready to go. Wie gesagt, ich habe keinen Warden, ich habe keine Gladi. Das macht es natürlich etwas schwieriger, vor allem der Warden.
Vor allem der Warden ist echt tricky. Der ist wirklich tricky. Ich schalte mich aber mal dafür. Weil wir nämlich die Seite hier vorne ein bisschen aufmachen werden, Leute. Das ist der Plan. Das ist jetzt erst einmal der Plan an der ganzen Geschichte. So. Das ist jetzt genau das, was wir tun werden. Wir werden jetzt mal eben gucken, ob das denn funktioniert. Dass wir da so mal... Ja, es funktioniert. Es hat funktioniert. Perfekt. So, jetzt kommt der zweite Teil. Warte mal, Radus ist da vorne. Nicht, dass ich mich jetzt hier vertue. Weiter. Oh, der E-Drag ist immer noch am Leben. Das ist sehr gut. Ich glaube, wir könnten sogar hier... Wir könnten vielleicht 2 Sterne schaffen hier. Ohne Gladi und ohne unseren Freund in Warden. Ich weiß es noch nicht genau, aber es könnte gut sein. Weil wir echt schon viel weggemacht haben jetzt. Wir haben wirklich schon viel weggemacht. Vor allem außen. Außen ist wichtig. Komm, Königin, lauf nur in die Mitte. Lauf nur in die Mitte rein, Baby. Ja, so habe ich mir das doch vorgestellt. Adlerdef ist jetzt zwar noch aktiv, allerdings der Rest ist schon kaputt. Ja, jetzt fliegt in die Mitte. Perfekt. Oh, in der Klarenburg ist viel Gerümpel drin. Ah, ich glaube, das können wir uns doch schenken. Und die Adlerdef ist immer noch nicht kaputt. Das gibt's doch gar nicht. Die Adlerdef ist tatsächlich immer noch nicht kaputt. Was natürlich nicht gut ist. Jetzt kann ich da zumindest schon mal 3 Sachen auf einmal frieseln. Ja, das ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Da hat uns der Warden doch ein bisschen gefehlt. Aber... ja, trotzdem. Ich bin auf jeden Fall zufrieden. Wenn sie sich jetzt noch eben das holt... Komm, hol dir noch ein bisschen von dem Lager. Ja. Es ist okay. Ich glaube, mit Warden hätten wir es ganz locker geschafft, aber egal. Wir haben zumindest noch 91% vom Bonus mitgenommen. 61% ist halt immer ein bisschen schwierig. Du musst halt dich entscheiden, was machst du jetzt, ne? Gehst du auf Loot? Gehst du auf Pokale? Ohne Gladi? Ohne Warden? Immer ein bisschen schwierig. Aber ich habe ja versprochen, wir gucken noch auf den ein oder anderen Vollidioten in Clash of Clans. Bis gleich. Okay, hier haben wir wirklich einen ziemlich großen Vollidioten, muss man einfach mal so sagen. Nämlich einen Gegner unseres Mami-Clans aus dem vorletzten CW. Und es ist die 48 gegen die 48. Das bedeutet, wir haben natürlich eine relativ geringe Rathausstufe hier. Aber was dieser Kollege jetzt hier macht, er hat 40 Bogies. Er hat 3 Riesen, er hat 3 Loons und er hat die Clanburg. So, ich weiß nicht genau, wie viel Platz er in der Clanburg hat. Ich vermute aber mal 10 Platz. Das würde zumindest schon mal für einen Baby Dragon reichen, um halt die Clanburg rauszulocken und um sie dann mit dem Baby Dragon kaputt zu machen. So mein Vorschlag jetzt einfach. Also, was macht unser guter Freund hier? Er sieht die Clanburg, vor allem die Clanburg ist außen. Man hätte die Clanburg bei dieser Base auch noch locker mit dem Goldlager tauschen können. Das wäre einfach viel effektiver gewesen. Aber was macht unser Freund? Er setzt jetzt erstmal einen Bogey dahin. Jetzt kommt das Baby raus. Er hat das Baby drin. Wobei, wenn das die 48 ist und er hat 15 Platz, dann hat unser Kollege auch 15 Platz. Wir gucken aber gleich mal drauf. Also, er braucht so extrem viel, um dieses Baby kaputt zu machen. Es ist unglaublich, er hat keine Chance. Er macht einen Turm kaputt, das war's. Er macht einen einzigen Turm kaputt. Das sind 5%. Er hat noch ein bisschen was geholt. Und vor allem, es ist unglaublich. 5%. Jetzt gucken wir noch auf einen anderen Angriff. Der ist noch besser. Passt mal auf. Das ist der zweite Angriff unseres Freundes. Und er hat aus seinem ersten Angriff nichts, aber auch wirklich überhaupt nichts gelernt. Denn unser guter Freund geht jetzt wieder nach oben wahrscheinlich. Zu Clanburg von unserem Kollegen. Also zu Devil. Moment. Ah, er probiert's von unten und jetzt ist... Oh, jetzt kommt die Clanburg wieder raus und dann hat er aufgegeben. Ich verstehe das nicht. Wenn du doch siehst, dass da dass beim ersten Mal ein Baby drin ist und du weißt, in den unteren Regionen ist eh immer irgendwie Luft drin. Also entweder ist ein... Wenn du 20 Platz hast, ist oft ein Drache drin. Wenn du 10 Platz hast, ist meistens ein Baby drin oder vielleicht auch mal 2 Loons oder so. Aber dann nimmst du mal irgendwas zum Kontern mit oder so. Das hat er natürlich nicht gemacht. Und wir gucken mal weiter. Es gibt auf jeden Fall noch 1, 2 lustige Angriffe. Moment. Okay, ein weiterer Angriff auf unseren The Devil. Und in diesem Fall muss man noch dazu sagen, es ist die 42 vom Gegner gegen die 50 von uns. Bedeutet, er müsste das eigentlich locker schaffen. Und vielleicht hat diese Base schon vorher jemand angegriffen. Das bedeutet, er müsste eigentlich auch sehen, was denn jetzt da in der Clanburg ist. Eigentlich nicht schwer vorherzusehen, was da drin ist.
Es ist wieder das Baby drin. Und er braucht wieder so lange, um diese Clanburg kaputt zu machen. Diese 15 Riesen, die nehmen einfach auch nur zu viel Platz weg, meiner Meinung nach. Und das Baby macht einfach... Das Baby rasiert jetzt einfach mal alle und das ist auch ein Fehler. Magier in der Clanburg finde ich auch nie gut. Sie laufen dann irgendwann auf eine Stelle und sind dann eigentlich auch ein leichtes Fressen. Ja, jetzt kommt der Rest hinterher. Da unten kommen jetzt die Truppen hinterher. Vor allem, du räumst schon auf der einen Seite auf. Hättest die Riesen jetzt auf der oberen Seite einfach dazusetzen können, um die anderen Truppen zu schützen. Aber er setzt sie jetzt auf die komplett andere Seite. Und das Ergebnis können wir jetzt schon mal vorhersagen. Da wird nämlich nicht viel bei rumkommen. Deswegen, schwierig. Das ist auf jeden Fall echt schwierig, was er hier gerade tut. Denn am Ende, als 42 gegen die 50, wie viel Prozent er jetzt geholt? 24, kommt jetzt gleich noch was dabei, sind es jetzt wie viel? 27% ist natürlich dann aber auch nicht ganz so viel. Nächste Geschichte, die 42 gegen die 47. Er hat sogar einen Blitzzauber. Er blitzt jetzt den Minenwerfer. Und jetzt gucken wir mal, was passiert. Er wird jetzt natürlich gleich wieder auf die Clanburg draufgehen, aber er darf nicht alles setzen. Er darf nicht alles auf einmal setzen, er muss die Clanburg erst locken. Ja, er lockt sie, das ist schon mal gut. Das war kein Vollidioten-Move, was er hier gerade gemacht hat. Das war gar nicht mal schlecht. Gegen unser Toastbrot 16. Was ist hier noch im Chat los? Gerade... Ups, die 3 sollte nicht. Aber er macht, muss man wirklich sagen, obwohl das Vollidioten in Clash of Clans ist, er macht das gut. Er macht das gar nicht mal schlecht jetzt hier. Allerdings hat er jetzt gleich wieder das Problem. Ja, Was macht er denn jetzt? Er geht jetzt trotzdem von der Seite rein. Ich meine, er geht jetzt trotzdem von der Seite rein. Was man natürlich auch noch hätte machen können, er hätte einfach die Clanburg locken können und hätte versuchen können, sie auf die Stelle zu locken, wo der Minenwerfer ist, und dann hätte er alles auf einmal blitzen können. Denn das war ja früher gang und gäbe, dass man früher die Clanburg geblitzt hat, kann man heutzutage noch machen. Und das ist natürlich jetzt absoluter Selbstmord, weil Küre gegen die Bogenschützen, da haben die Bogenschützen natürlich nicht viel Chancen. Ja, sein Ballon ist jetzt gleich kaputt, er hat noch seine Bogenschützen übrig. Wir wissen jetzt natürlich, worauf es hinauslaufen wird. Nämlich auf nicht mehr viel. Allerdings hat den Minenwerfer noch kaputt gemacht. Das hat ihm natürlich jetzt so ein paar Prozente gebracht. Das muss man sagen. Das hat ihm noch ein paar Prozente gebracht, aber insgesamt muss man sagen, ja, vergebene Mühe. Vergebene Mühe. Auch wenn er jetzt wirklich noch einiges holt an Prozenten. 39%, 42%. Allerdings wird es nicht mehr ganz reichen, denn jetzt, obwohl der eine Bogi da noch am Ackern ist, bis hinten gegen. Es ist ein Wettlauf mit der Zeit, ob es noch reichen wird für ihn, diesen Elixier-Sammler zu holen oder nicht. Nein, es wird nicht mehr reichen und er hat 47% geholt. So, jetzt gucken wir mal drauf, dass wir mal eben selber einen kleinen Angriff machen. Für die kleinen Spiele noch mehr etwas. Oh, das habe ich nur geholt. Perfekt, perfekt, perfekt. So, hole 3 Sterne gegen einen Rathaus, 10 Gegner. Das kriegen wir doch hoffentlich hin. Was haben wir denn ausgebildet? Mischmasch? Nein, wir haben ein paar gute Truppen dabei, allerdings fehlen mir davon noch welche. So, nämlich noch 2 Bowler für den Spaß. Ja, ein bisschen was. Okay, wir haben 4 Erdbeben, das ist auf jeden Fall gut. Wir gucken mal drauf. Fred, schau dir mal die Aufgabe an, die schaffe ich niemals. Ja. Bitte nehmt das Videoformat nicht zu ernst. Es ist einfach Spaß. Wirklich, ich weiß natürlich auch, dass es in den unteren Regionen teilweise schon echt schwierig werden kann gegen die Clanburg. Das weiß ich. Aber den nehmen wir trotzdem mal mit. Ich weiß, dass wir jetzt hier auch keine 100% holen werden. Trotzdem werden wir hier wahrscheinlich ordentlich Elixier bekommen. Das ist ja das, was ich haben will. Moment. Wo sind die Feger? Feger außen ist auch niemals so ganz so gut. Deswegen entscheide ich mich für diese Seite hier unten. 2, 3, 4. Oh, und ich bin blöd. Ich bin ein Vollidiot in Clash of Clans. Ja. Ich bin ein Vollidiot in Clash of Clans. Deswegen habe ich das nicht ganz aufgesprengt. Reimt sich das sogar ein bisschen? Ein bisschen reimt es sich sogar. Ein bisschen reimt es sich sogar. So, 1, 2. Einmal gefreezed schon mal da vorne. Ich bin ein Vollidiot in Clash of Clans. Deswegen habe ich nichts aufgesprengt. Genau. Er hat das zwar in der Mitte eingemauert. Allerdings dadurch, dass wir ja unsere Bowler haben und ihre kleinen Kieselsteine werfen, macht uns das jetzt gar nicht mal so viel aus. Oh, wir kriegen doch 100. Vergesst, was ich gesagt habe. Wir kriegen doch 100% hin. Und zwar ohne größeren Aufwand sogar. Ich könnte da noch zwar freezen bei der Luftabwehr. Lohnt sich jetzt allerdings nicht mehr, denn selbst wenn jetzt der Felsenwerfer kaputt geht, ist mir das eigentlich egal.
So, 100% ordentlich Loot, also noch über 500.000 Elixier. Das ist dir auch schon mal alle Ehre wert. So, kommt raus bitte, meine kleinen Loons, kümmert euch um alles. Und ja, es ist halt immer gut, wenn du mal so ein paar Projekte oder ein paar Videoreihen halt hast, die du mal machen kannst, damit man auch mal so ein bisschen etwas Wiederkehrendes hat, zum Beispiel WTF-Base-Polizei oder Challenges mit Matthias oder jetzt Vollidioten in Clash of Clans. Mich definitiv eingeschlossen. Ich hebe gerade auch die Hand. Ich bin dabei. Ich bin auch Vollidiot. Ich bin auch ein Vollidiot in Clash of Clans. Definitiv. Ich gehöre definitiv auch dazu. Ich bin auch einer dieser Gattung Vollidioten in Clash of Clans. So, wir sind am Ende von dieser Episode. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da. Aber wir gucken eben ganz kurz, was er jetzt hatte. Boom Master. Gebäudedemolierung schafft er doch. 22 Stunden. 91, das ist doch auf jeden Fall machbar. Und dann sehen wir uns in einer weiteren Folge wieder. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Lasst es krachen, kommt gut und gesund durch den Tag. Und dann sehen wir uns hoffentlich später wieder. Macht's gut, guckt in die Beschreibung. Abonniert den Kanal, gebt gerne den Creator-Code ein. Und der heißt natürlich MBF. Genau, bis später, macht's gut. Tschüss.